Ja, wir machen heute ganz einen steilen Einstieg in das spannende Thema mit der Frage, wozu hat Gott sexuelle Lust und sexuelle Befriedigung eigentlich erschaffen? Also musst du jetzt nicht laut Antwort geben, aber für dich vielleicht wäre es nicht viel einfacher ohne. Versuch dir mal für einen kurzen Moment eine Welt vorzustellen ohne sexuelle Lust, ohne sexuelle Befriedigung. Eine Welt ohne den ganzen Trieb und Drang. In einer Welt ohne sexuelle Lust und Befriedigung würde sich die Sexualität ja wahrscheinlich dann hauptsächlich auf die Zeugung von Nachwuchs beschränken, sonst würde es ja einem eben nichts bringen. Ein bisschen plump gesagt, Sexualität wäre ja dann einfach der Transfer von Sperma und mehr nicht. Wenn es also keine sexuelle Lust und Befriedigung gäbe, dann hätte das massivste Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Es gäbe nämlich keine Pornografie, es gäbe kein Bordell, es gäbe auch keine sexuelle Ausbeutung, keine Vergewaltigung, keine Grenzverletzungen. Weiter gäbe es auch keine Selbstbefriedigung, es gäbe vermutlich auch keine Verhütungsmittel. Aber es hätte ja noch viel weitreichendere Konsequenzen. Die Kleiderindustrie hätte wahrscheinlich andere Schnittmuster. Ein Großteil der Hollywood-Filme müsste eingestampft werden. Der Kaufanreiz von ganz vielen Produkten würde wegfallen und es gäbe noch viel aufzuzählen. Es gäbe wahrscheinlich auch in der Ehe ganz viele Spannungen, Missverständnisse und Frust nicht. Grundsätzlich könnte man wahrscheinlich sagen, Männer und Frauen würden sich viel neutraler begegnen. Und möglicherweise gäbe es auch ganz viel Vergleichen, Eifersucht innerhalb des gleichen Geschlechts nicht. Also das Vergleich ist jetzt der oder die andere attraktiver als ich und so weiter. Wäre in so einer Welt nicht einfacher? Möglicherweise schon, aber dann gäbe es auch die heutige Predigt nicht. Ja, okay, also Gott hat jetzt die sexuelle Lust und sexuelle Befriedigung wahrscheinlich nicht erfunden, damit ich heute darüber predigen kann. Aber weil sexuelle Lust und Befriedigung zu Gottes guter Schöpfung gehören, reden wir heute darüber, weil es ist uns als Frage von der Jugendlichen so eingereicht worden. Also wir sind ja in unserer Predigtreihe, wo wir Fragen behandelt, die unsere Jugendlichen uns vorgängig eingereicht haben. Und wir haben heute also das spannende Thema, die Frage wortwörtlich hat gelautet, was bedeutet es mit dem Sex bis zur Ehe zu warten? Was gilt als Sex? Und dann auch noch die Frage, was sagt die Bibel über Selbstbefriedigung? Also ich interpretiere die Frage so, wie soll ich mit meiner Lust umgehen? Das ist wie so die Hauptfrage, die so über dem Ganzen schwebt. Also wozu soll ich denn bis zur Ehe warten? Oder wie weit kann ich meine sexuelle Lust auch schon vor der Ehe ausleben? Ist Selbstbefriedigung allenfalls ein legitimer Weg? Also sehr ein spannendes Thema heute. Wir werden es miteinander wie folgt angehen. Wir werden zuerst schauen, was Gott für uns möchte. Das ist eben das Ziel, das wozu. Dann werden wir verschiedene Einwände, Fragen, Argumente thematisieren. Und unter anderem gehen wir da auf die Frage, ja, was zählt denn jetzt zu Sex und was ist mit Selbstbefriedigung? Und dann werde ich am Schluss einfach noch ein paar Impulse setzen zum Weiterdenken, weil die Predigt wird das sicher nicht alles umfassen können. Jetzt ist so, der grösste Teil der Zuhörer heute Morgen ist wahrscheinlich nicht mehr jetzt ganz so jugendlich und viele von uns sind ja verheiratet. Jetzt sexuelle Lust und Befriedigung sind ja gerade eben auch in der Ehe ein Thema. Und auch dort braucht es einen gesunden Umgang damit. Also das Thema betrifft uns wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Art. Ich möchte dich ermutigen, das Gehörte für deine Situation zu adaptieren. Ich bin mir sicher, du findest da oder dort eine Perle, etwas, wo Gott dich anspricht. Aber jetzt zuerst der erste Teil, was Gott für uns möchte. Es ist so, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, dann sehen wir, der Adam war ja zuerst alleine gewesen. Alle Tiere sind als Bärli da gewesen, nur der Mensch nicht. Und Gott selber hat dann gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm es Gegenüber schaffen. Wörtlich könnte man das vielleicht übersetzen. Ich will ihm eine hilfreiche Opposition erschaffen. Etwas, wo ihm gegenüber steht. Also ein zweiter Mensch. Und es ist ja dann auch so, wo der Adam sie sieht, sagt er, endlich jemand wie mich. Das Motiv für die Erschaffung von der Eva ist also Beziehung, damit der Adam nicht alleine war. Der zweite Mensch, Eva, ist also Adam ähnlich, aber sie ist nicht gleich.
Sie ist ihm eben ein Gegenüber, sie ist eine Ergänzung, darum ist sie eben auch anders als er. Äußerlich in den Geschlechtsmerkmalen, aber auch innerlich in der Verdrahtung muss sie ja anders sein, sonst ist sie kein Gegenüber. Und spannend ist jetzt, gerade nach der Erschaffung der Eva kommt die allgemeingültige Eheformel: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Also wir sehen, mit der Erschaffung der Eva sehen wir die zwei zentralen Themen. Und wir sehen sie da in einer Abfolge. Beziehung, also es nicht alleine sein. Wir sehen das auch da drin in diesem Text. Er verlässt die Beziehung zu den Eltern und er geht eine neue Bindung ein. Also Beziehung und dann Sexualität. Und damit kommen wir zur zentralen Grundsatzentscheidung, die jeder für sein Leben irgendwie klären muss, wie du das in deinem Leben leben willst. Dient die Sexualität der Beziehung? Das heisst, die Beziehung ist das verbindliche, das tragende Element und die Sexualität unterstützt die Verbindung. Oder ist es umgekehrt, dient die Beziehung der Sexualität? Also das heisst, ich will meine sexuelle Lust möglichst können ausleben, ich möchte frei sein, ich lasse mich jeweils einfach auf die Beziehung ein, die mir am meisten Befriedigung verspricht. Oder dem am meisten entspricht. Mir ist klar, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber es hilft, Klarheit überzukommen. Das ist wie die Grundsatzentscheidung. Jetzt eine Umfrage unter Männern und Frauen wäre an diesem Punkt mega spannend, aber wir lassen das für heute. Wenn du jetzt also in deinem Herzen sagst, für mein Leben will ich eigentlich das Zweite, das Rechte. Also nicht jetzt einfach nur so schnell als Mann mit den Hormonen, sondern wenn du das wirklich sagst, dann kannst du jetzt den Rest der ganzen Predigt kippen. Weil dann wird es ein Knurz. Ich gehe nämlich in der Predigt vom Ersten aus. Ich gehe davon aus, dass Gott, also so wie ich sie von der Bibel her verstehe, ich gehe davon aus, dass Gott die sexuelle Lust und Befriedigung als Unterstützung für eine verbindliche, lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau erschaffen hat. So verstehe ich Gott in der Bibel. Also Gott hat den Menschen, ich sage jetzt mal, Feuer in die Beziehung gegeben, wo die Beziehung soll stärken, wo sie soll antreiben, wo sie soll festigen. Und Gott vertraut jetzt also mit der Erschaffung von der Eva in die Beziehung, in das Gegenüber, da schenkt Gott eine Dynamik in die Beziehung hinein. Aber schon bald ziehen dunkle Wolken auf, es kommt nämlich der Sündenfall und damit kommt auch der Bruch auf allen Beziehungsebenen. Und seit dem Sündenfall ist das Feuer eben nicht nur schön, sondern es kann auch total verletzend werden. Also die starke Lust nach Befriedigung, die ist seit dem Sündenfall total auch zerstörerisch, wenn sie falsch kommt. Und wir sehen jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, wie Gott später ganz konkrete Anweisungen gibt, dass eben das Feuer in der Ehe innen soll gelebt werden. Also ich versuche es mal in einem Bild zu sagen, Gott sagt den Menschen, ein Feuer in einem Ofen ist etwas Wunderbares und Schönes. Ein Feuer außerhalb vom Ofen ist zwar auch spektakulär, aber es kann ganz schön viel Schaden anrichten. Wenn wir uns also fragen, wozu soll ich mit dem Sex bis zur Ehe warten, dann ist die Antwort für eine unbelastete Ehebeziehung. Wenn du die Sexualität schon vorher auslebst, hat das schlicht und einfach Auswirkungen auf deine künftige Ehe. Jetzt bei sexueller Enthaltsamkeit geht es also nicht darum, dass du Gott mit irgendwelchen Regeln einhalten müsstest, zufriedenstellen oder dass du jetzt mit deiner Disziplin oder Enthaltsamkeit ihn beeindrucken könntest. Wenn du mit der Sexualität bis zur Ehe wartest, dann machst du das für deine künftige Ehe. Weil Gott sorgt sich um deine Ehebeziehung. Aber was heisst das jetzt, mit der Sexualität zu warten? Hormon, Trieb, Lust, alles ist ja durchaus da und so ganz so einfach ist das alles nicht. Und darum kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir werden ein paar Einwände, Fragen und Argumente aufgreifen. Wir gehen auf die ein und das ist auch der längste Teil der Predigt. Muss man das mit der Ehe dann ganz so eng sehen? Ich meine, Gesellschaft, dortzmal und heute, das ist einfach schlicht nicht das Gleiche. Andere Menschen in unserem Umfeld haben ja auch diverse Partner und heiraten dann vielleicht schlussendlich auch mal. Können wir das mit der Sexualität nicht einfach ein bisschen freiheitlicher angehen und dann trotzdem schlussendlich heiraten? In unserer Gesellschaft funktioniert das doch auch.
Ja, das kannst du durchaus so machen. Aber ich glaube, dass es dir nicht hilft. Der Grund ist, wenn du unsere Gesellschaft anschaust, dann ist eben gerade die Stabilität von Beziehungen meiner Meinung nach nicht gerade imponierend. Also das Argument, in unserer Gesellschaft funktioniert es doch auch, ist ziemlich schwach. Einfach weil eben gerade Beziehungen in vielen Fällen nicht heben. Und ich glaube, dass es dafür auch gute Gründe gibt. Bei der Sexualität zwischen zwei Personen, also wir reden jetzt von Sexualität im Stil von Orgasmus, werden im Körper innen Bindungshormone freigesetzt. Und die docken dann an den entsprechenden Andockstellen an. Also beim Sex verändert sich etwas im Hirn. Das ist nicht nur beim Sex so, aber auch gerade beim Sex. Und man könnte sagen, deine innere Verdrahtung wird verändert. Also um es kurz zu sagen, Sex bindet dich an die andere Person. Der Paulus sagt das selbst, in der oberflächlichsten sexuellen Begegnung passiert das. Und das führt jetzt zu zwei Effekten, die du für dein Leben wahrscheinlich eigentlich nicht möchtest. Wenn du nämlich viel Sex mit vielen unterschiedlichen Menschen hast, wirst du immer beziehungsunfähiger. Weil deine Bindungsrezeptoren, die sind dann bereits beleidigt. Und du kannst dich immer schlechter an andere Menschen binden. Also andere Menschen erscheinen dann immer stärker einfach als Sexualpartner und nicht mehr als das Gegenüber, wozu Gott Mann und Frau erschaffen hat. Du wirst also immer stärker beziehungsunfähig. Gut, möglicherweise sagst du jetzt, also gut, ich stürze mich jetzt ja auch nicht gerade auf jeden Nächsten, den ich sehe. Ich will ja nicht einen Haufen Partner haben. Aber es macht doch nichts, wenn ich so zwei, drei, vielleicht auch sexuelle Beziehungen habe und dann schlussendlich ja doch heiraten kann. Es gibt noch einen zweiten Effekt, der dir grosse Probleme bereiten kann. Wenn du nämlich dich auf sexuelle Abenteuer einlässt, dann ist die Chance gross, dass du den falschen, sag's vorsichtig, falschen Ehepartner oder die falsche Ehepartnerin auswählst. Der Grund ist, weil du durch die Sexualität an die Person bereits gebunden bist, hast du das Gefühl, wir passen total gut zusammen. Man fühlt sich dann so eins. Also ist irgendwie logisch, oder? Man fühlt sich so eins. Das Problem ist, das ist eine Bindung, die auf Sex basiert, also auf Hormonen. Und das ist nicht eine Beziehung. Das ist eine Bindung, aber nicht die Beziehung. Und das Problem ist, längerfristig ist es eben die Beziehung, also einander kennen, annehmen, hingebungsvolle Liebe und so weiter. Es ist die Beziehung, die eine Ehe tragen muss. Und nicht eine hormonelle, chemische Verbindung. Und es ist durchaus möglich, dass eben so eine Bindung nachher nicht heben wird. Also so können wir das ja auch vielfach in unserem Umfeld beobachten. Das Problem ist nur, das merkt man zu dem Zeitpunkt gar nicht. Weil man sich durch Sex hormonell gebunden hat. Also du siehst, wenn Gott die Sexualität für die Ehe reserviert, dann will er damit deine Ehebeziehung schützen und stärken. Er möchte für dich eine gelingende Beziehung. Vielleicht sagst du jetzt, okay, apropos Klingen, ich kann doch Katze nicht im Sack kaufen. Bevor wir heiraten, müssen wir doch ausprobieren, ob das mit dem Sex zwischen uns klappt, ob das funktioniert mit uns. Oder vielleicht sagst du sogar, ich will eigentlich gegen ein Erfahrenes gegenüber im Bett, damit das dann auch super klingt und wir da nicht so viel Frust haben. Also das sind sehr spannende Einwände. Wenn du so denkst, dann verrate ich dir ein kleines Geheimnis. Sex ist wie eine Fremdsprache. Mann und Frau sind nicht ganz gleich verdrahtet da oben. Sexualität ist etwas, wo man lernt, wie eine Fremdsprache. Das ist etwas, wo über Jahre und Jahrzehnte geht. Dela und ich, wir sind jetzt dann in einem Monat, sind wir 10 Jahre geheiratet. Und wenn ich so die ersten Tage und heute vergleiche, dann ist das ein deutlicher Unterschied. Und es gibt immer noch Luft nach oben. Und was ich von älteren verheirateten Paaren höre, ist, es wird immer schöner. Sexualität ist wie eine Fremdsprache, die kannst du nicht kurz ausprobieren, um dann zu sagen, ah doch, das wird dann in 20, 30 Jahren immer noch alles funktionieren. Und man kann auch nicht sagen, weil man jetzt schon viel Sex gehabt hat und viele Praktiken ausprobiert hat, dass darum dann der Sex in der Ehe besser wäre. Ehrlicher Sex, also Sex als Unterstützung von einer Beziehung, hat, ich glaube, nur zum Teil mit Technik zu tun. Der weitaus grösste Teil
ist, glaube ich, kann ich mich auf mein Gegenüber einlassen? Sind wir im Reinen? Verschenke ich mich? Oder suche ich einfach nur einen Kick für mich? Also ich sage jetzt mal, ob Sex funktioniert oder nicht, hat, glaube ich, sehr viel mit der Beziehung zu tun. Viel mehr als mit einer perfekten Technik. Und noch etwas, Sexualität verändert sich ständig. Du wirst dich immer wieder anpassen. Das erste Mal ist wahrscheinlich sowieso speziell. Sexualität vor, Sexualität während und Sexualität nach der Schwangerschaft ist nicht das Gleiche. Sexualität in stressigen Zeiten oder in Krankheitsphasen ist anders. Sexualität in Wechseljahr oder dann auch Sexualität mit Altersgebrechen, vielleicht auch mit Impotenz und so weiter, ist wieder anders. Also du siehst, Sex kannst du nicht einfach mal schnell ausprobieren, das bringt nichts. Es gibt überhaupt keine Garantie für die Zukunft. Und viele Sexualpartner im Voraus, also so im Sinne von Erfahrung sammeln, das bringt noch ein weiteres Thema dann in die Ehe, das sogenannte überfüllte Ehebett. Wie viele Flashbacks, wie viele Erinnerungen, wie viele Phantomkörper willst du im Bett mit deiner Ehefrau und deinem Ehepartner, also deiner Ehemann, haben? Mit wie vielen ehemaligen Sexkontakten von deiner Ehefrau oder deinem Ehemann willst du verglichen werden? Hilft das einer Ehebeziehung wirklich? Vielleicht sagst du jetzt, okay, gut, also ich will das mit meiner Sexualität zurückhaltend umgehen. Ich spare mir das für die eine Person, die ich dann heiraten werde. Und vielleicht bist du tatsächlich mit der Person befreundet, vielleicht hast du dich gerade neulich verlobt. Und es stellt sich die Frage, wir sind verlobt, warum sollen wir warten, wir heiraten doch eh. Also man kann vielleicht sagen, okay, wir haben eine Beziehung angefangen aufzubauen, können wir jetzt nicht einfach loslegen? Die Antwort ist, eine Verlobung ist einfach keine Ehe. Also in unserem Breitengrad ist eine Verlobung eine Absichtserklärung, also eine Zeit eben vom Prüfen, ob das die richtige Beziehung ist. Eine Zeit von der Ehevorbereitung. Und wenn es dann darum geht, auch kritische Punkte in der Beziehung anzusprechen und zu thematisieren, da hilft eine sexuelle Bindung, hormonell, hilft nicht wirklich. Ich muss aber zugeben, dass die Phase von der Verlobung vermutlich auch die schwierigste Phase ist. Man ist so nah dran, aber noch nicht wirklich drin. Ich kann dir einfach sagen, was ich in der Bibel beobachte. Dort hat man sich viel früher verlobt, als wir das bei uns machen. Und die Verlobung hat auch viel mehr einen rechtlichen Charakter gehabt als bei uns. Also, das war dort mal viel mehr als eine Absichtserklärung. Das heisst, dort mal hätten sie viel mehr Grund gehabt, sich schon auf die Sexualität einzulassen und ins Bett zu hüpfen. Aber genau das eben beobachten wir gerade nicht. Also zum Beispiel der Jakob, der arbeitet 7 Jahre bis zur Hochzeit und zum ersten Sex. Er wird dann vom Schwiegervater reingeleitet und hat die falsch im Bett. Wie man das nicht merken kann, ist mir heute noch immer ein Rätsel, aber das ist heute nicht das Thema. Oder wir sehen Maria und Josef, die sind verlobt, wo der Engel zu der Maria kommt, sagt sie, ja, wie soll ich denn schwanger werden? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und es gäbe noch etliche Beispiele dazu. Auch der Paulus, der im 1. Korinther 7 über das Heiraten redet, spricht er von den Verlobten immer wieder als von Jungfrauen. Und er wirbt jetzt an dieser Stelle dann für das Reich Gottes aufs Heiraten zu verzichten, also die Verlobung aufzulösen. Und das ist auch nur denkbar, wenn die nicht schon miteinander geschlafen haben. Also das Bild, das ich so von der Praxis in der Bibel bekomme, ist, dass die Sexualität wirklich erst mit der Heirat ausgelebt worden ist. Also ich glaube, du siehst, von Gott her ist die Sexualität wirklich für die Ehe gedacht und nicht für die Verlobung. Also jetzt im Bild gesprochen, ich sage es mal, wenn du einen Ofen bestellt hast und der wird dann in ein paar Monaten geliefert, dann fängst du jetzt ja auch nicht schon vorher an, in deinem Haus einfach ein bisschen anzufeuern. Na gut, sagst du jetzt vielleicht, okay, verstehe ich alles, aber was liegt denn jetzt drin? Lust, Trieb, alles ist ja trotzdem da und nicht gerade wenig. Dürfen wir jetzt einander dann bis zu der Hochzeit überhaupt nicht berühren oder was? Also wir kommen da damit zur Frage, was gilt denn jetzt als Sex? Und ich sage das gerade frei raus, ich bin kein Vertreter von diesen Keuschheitsbewegungen, also so im Stil von ungeküsst und doch kein Frosch. Ich glaube nicht, dass man sich am Traualtar sie allererst mal küssen sollte. Und auch als Älteste von der Regenkirche glauben wir das nicht. Es gibt aber
gleich Grenzen. Also wir glauben, dass die körperliche und sexuelle Annäherung in Phasen passiert. Und die Annäherung passiert langsam und Beziehung unterstützend. Okay, das ist wichtig, es passiert langsam und Beziehung unterstützend. Und es gibt auch eine klare Grenze, nämlich die Intimität. Das ist das, was du nicht mit anderen einfach teilen möchtest. Ich versuche das an einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen als Vergleich. Stell dir vor, du gehst im Migros, du brauchst ein neues Zahnbürstchen. Okay, du gehst im Migros an das Gestell und du siehst jetzt dort einen netten Herr in Hemd und Krawatte, der steht vor dem Gestell und der probiert genau das Modell, das du brauchst, probiert er aus. Okay, aber irgendwie gefällt ihm das nicht so mega. Er nimmt es raus und entscheidet sich dagegen und sagt, kannst du es haben, wenn du es brauchst. Bei einer Zahnbürste ist uns ganz klar, was wir mit anderen teilen wollen und was nicht. Was möchtest du, was deine künftige Ehefrau, dein künftiger Ehemann schon mit jemand anderem gemacht hat? Also du siehst, es gibt eine Grenze. Das, was du irgendwie als intim empfindest, das, glaube ich, gehört in die Ehe. Und es gibt dazu eine einfache Faustregel. Alles, was du an deinem Körper in der öffentlichen Body abdeckst, das gehört in die Ehe. Das ist also die Grenze. Als Älteste haben wir schon vor einigen Jahren mal ein Diagramm gemacht zu dem Thema. Wie gesagt, wir glauben, dass die Annäherung phasenweise passiert. Es geht über Kameradschaft, Freundschaft, Verlobung in die Ehe. Und wir glauben, dass das in diesem Ablauf läuft. Die Kurve, die nimmt dort einen starken Kick, wo es in die Intimität hineingeht, also dort, wo das Feuer so richtig entfacht ist. Und wir sind überzeugt, dass die Sachen, die unter Petting laufen, das ist das meiste, was da rötlich eingefärbt ist, also Geschlechtsteil berühren, Geschlechtsteil stimulieren etc., dass das schlicht in die Ehe hineingehört. Also Petting vor der Ehe, oder? Aufpassen, alle Mächen. Petting vor der Ehe ist, wie wenn du beim Autofahren gleichzeitig aufs Gaspedal und auf die Bremse stehst. Und ich könnte mal mich fragen, aber ich glaube, das ist nicht hilfreich. Also ich glaube, du siehst, auf der einen Seite glauben wir, dass es gesund ist, der Beziehung entsprechend sich auch körperlich anzunähern. Und auf der anderen Seite glauben wir auch, dass es aber auch eine klare Grenze gibt, was wirklich in die Ehe, in den Rahmen hineingehört. Jetzt wichtig ist, dass du dabei den Fokus nicht verlierst, wenn man so ein Diagramm sieht und viele Begriffe und so. Es geht jetzt nicht einfach darum, dass du möglichst irgendwie Regeln einhaltest. Oder dass du möglichst brav bist oder so, oder bei Gott Punkte könntest gut schreiben oder so. Sondern das Ziel ist immer eine künftig gelingende Ehebeziehung. Das Ziel ist, mit deinem Verhalten die Beziehung so gut es geht zu unterstützen. Und zwar bereits dann, wenn die Ehebeziehung auch noch nicht in Sicht ist, wenn jetzt nicht gerade dein Traumpartner schon vor dir steht. Okay, möglicherweise sagst du jetzt, okay gut, ich verstehe die ganze Geschichte mit Bindung, mit Veränderung beim Sex, mit überfülltem Ehebett und Intimität und so weiter. Ich verstehe das alles, aber Lust und Drang nach Befriedigung ist ja trotzdem da. Kann ich die Zeit bis zur Ehe nicht einfach mit Selbstbefriedigung überbrücken? Das ist auch ein Teil der Frage gewesen, die uns gestellt worden ist, die Frage, was sagt die Bibel zur Selbstbefriedigung? Die kurze Antwort ist, sie sagt nichts. Manchmal wird die Stelle vom Onan wird manchmal zitiert, 1. Mose 38, aber dort geht es nicht um Selbstbefriedigung, sondern darum, dass der Onan seinem Bruder kein Nachkommen hat wollen schaffen. Manchmal wird auch noch Micha 2,1 ins Feld geführt, aber das hat mit Sexualität schon gar nichts zu tun. Die Frage ist natürlich, wie soll man jetzt das Schweigen von Gott zu dem Thema Selbstbefriedigung deuten? Und Deutungen gibt es in allen Farben, von ganz rechts bis ganz links. Ich versuche dir an diesem Punkt offen zu sagen, was für und was auch gegen Selbstbefriedigung spricht. Und du wirst sehen, das sind alles weiche Fakten. Also zuerst der Punkt, das Schweigen von Gott ist sehr auffällig. Also im Bereich von der Sexualität sagt Gott nach meinem Wissen so zu ziemlich jedem Thema, was Sünde ist und was nicht. Ob es jetzt Sex in der Familie und Verwandtschaft ist, Sex mit dir, mit gleichgeschlechtlichen Sex, Sex in Gedanken, mit Prostituierten, Pornografie, Sex mit Minderjährigen bis hin zu Vergewaltigung, aber betrifft Sexualität mit sich selber kein Wort. Also wer sagt, Selbstbefriedigung ist Sünde, müsste das zuerst mal von der Bibel her können beweisen.
Etwas weiteres, was eher dafür spricht, ist die Schwierigkeit der Abgrenzung. Also was zählt man denn jetzt als Selbstbefriedigung und was nicht? Wenn wir jetzt würde sagen, Selbstbefriedigung ist Sünde, dann ist die Frage, ja, wo fängt denn das an? Also machen wir das einfach an einem Orgasmus fest und solange du keinen Orgasmus hast, ist alles safe. Auf der anderen Seite die Frage, wie soll denn ein junger Mensch seinen Körper kennenlernen können, wenn jegliche Stimulation Sünde wäre? Also es ist schwer abzugrenzen, das Thema. Und dann als drittes, was ich möchte aufführen, es widerspricht dem Doppelgebot von der Liebe nicht. Selbstbefriedigung widerspricht dem Doppelgebot von der Liebe, also Gott und Mitmenschen zu lieben, grundsätzlich nicht. Jesus sagt, dass ja in diesem Doppelgebot alle Gesetze und Propheten enthalten sind. Es gibt noch weitere einzelne kleine Argumente zu dem Thema. Jetzt gibt es aber auch natürlich auch Sachen, die dagegen sprechen. Und das Erste, was dagegen spricht, sind die geilen Fantasien. Jetzt habe ich mal in der Predigt geil gesagt. Genau, aber es ist wirklich angepasst da. Fast immer läuft bei Selbstbefriedigung im Kopf ein entsprechendes Kino ab. Und das sind in den allermeisten Fällen unangemessene Fantasien, die Gott Sünde nennt. Also Jesus sagt ja selber, wer eine andere Frau in Gedanken begehrt, bricht mit ihrer bereits die Ehe. Oder im Philipperbrief sind wir ja dazu aufgefordert, uns an dem auszurichten, was vorbildlich liebenswert und allgemein hilfreich ist. Und solche Fantasien entsprechen dem wohl kaum. Das Nächste, was dagegen spricht, ist Suchtpotenzial. Selbstbefriedigung kann ganz schnell ein Mass annehmen, dass man dieser Geschichte nicht mehr Herr wird oder meint, man könne nicht mehr ohne sein. Oder etwas Zweites, was auch in das Thema hier geht, ist, dass man durch Selbstbefriedigung andere Sachen kompensiert, die man eigentlich müsste angehen. Also, dass Selbstbefriedigung so zu einem Ersatz wird, um ein anderes Manko irgendwo zu kaschieren oder irgendein Belohnungssystem oder wenn man abgelehnt wird und dann holt man sich einen ab oder wie auch immer. Also, dass man da so Muster anfängt zu entwickeln und problematisch wird es noch viel mehr, wenn noch Pornografie auch noch dazukommt. Und noch das dritte Argument dagegen, für mich das stärkste Gegenargument, ist, Selbstbefriedigung ist und bleibt einfach eine minderwertige Krücke. Sexualität ist grundsätzlich als Unterstützung für die tiefste Beziehung zu einem Gegenüber erschaffen worden. Und bei der Selbstbefriedigung fehlen einfach ganz wesentliche Elemente, also Beziehung, Bindung, Geborgenheit, das Erkanntsein, sich verschenken und so weiter. Alles fehlt bei dieser Selbstbefriedigung. Also das ist wie wenn du so ein Zuckerbonbon anstatt von einem Drei-Gänge-Menü isst. Und noch etwas, Selbstbefriedigung ist sehr einfach und es ist selbstzentriert. Also Sexualität in einer Beziehung ist, ich sage jetzt mal, durchaus komplexer. Wir haben vorher von einer Fremdsprache gesprochen. Wenn du also jetzt so eine Zuckerbonbon-Mentalität hast und mit dem als Drei-Gänge-Menü angehst, dann kann es durchaus schwierig werden. Also möglicherweise trainierst du dir mit Selbstbefriedigung eine Sexualität an, die in der Ehe dann viel Frust auslösen kann. Also du siehst, es gibt gute Gründe dafür, es gibt auch gute Gründe dagegen. Und wir haben jetzt noch gar nicht ganz alle angesprochen, es gibt noch mehr Gründe. Schlussendlich musst du die Entscheidung selber fällen und du musst sie auch vor Gott können vertreten. Und ich will dir ganz klar sagen, du wirst vor Gott einmal nicht können sagen, ja, der Nathanael hat dort gesagt in der Predigt und so, sondern ich fordere dich raus, das Thema kritisch zu prüfen und vor Gott zu bewegen. Lass dich dabei nicht von der Lust führen, sondern von dieser Frage, was dient einer gelungenen Ehebeziehung? Weil das ist das Wozu von der Lust. Genau, und vielleicht gibt es ja auch sonst mal, dass man mal über das Thema noch mehr auch redet. Also ich merke einfach, es ist ein sehr offenes Thema und man redet nicht viel darüber. Vielleicht ist es dann einmal dran, dass man auch noch mehr über das Thema redet. Ja, mit dieser Aufforderung komme ich zum letzten Teil der Predigt. Da möchte ich einfach noch ein paar Impulse geben, zum Weiterdenken und auch gerade zum Entscheidungen für dich zu fällen. Ich werde die Impulse, die ich gebe, morgen auch in die Pastorimpulse reinstellen. Also das heisst, du musst jetzt nicht alles mitschreiben. Wenn du Pastorimpulse nicht kennst, das ist ein WhatsApp-Kanal, den wir führen. Du findest den Zugangslink auf unserer Webseite. Der erste Impuls ist die Frage,
Wem gehört dein Körper? Lies dazu mal 1. Korinther 6, Verse 12 bis 20. Das ist jetzt weltlich gesehen vermutlich nicht so ein populärer Text, aber es wird dir, glaube ich, in vielem einen klaren Blick geben auf das Thema. Das Zweite, was ich sagen will, such nach echter Liebe. Manchmal ist es so, dass die Jungs zu den Mädels sagen, wenn du mich wirklich liebst, dann schlafst du mit mir. Zeig mir deine Liebe mit deiner Hingabe. Jetzt sage ich dir, liebes Mädel, natürlich kannst du das machen, wenn du ihn unbedingt behalten willst. Aber wie stellst du dir die Ehe mit so jemandem vor? Wenn du nicht sofort machst, was ich will, dann... Eine Ehe lebt von der Hingabe von beiden Partnern, von hingebungsvoller Liebe. Und solche Liebe, die wird im 1. Korinther Kapitel 13 beschrieben, diese Art von der Liebe trägt eine Ehe. Such nach echter Liebe. Dann lass die Finger von allem, was dich knechtet. Pornografie und Prostitution sowieso und je nachdem auch Selbstbefriedigung. Alles, was dich beherrscht, wirst du mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit mit in die Ehe schleppen. Lass die Finger davon, weil du damit deine künftige Ehebeziehung schwächst. Dann ein ganz wichtiger Punkt, lerne mit ungestillten Bedürfnissen umzugehen. Der Mensch hat nämlich eine einmalige Fähigkeit, wir Menschen können top-down entscheiden. Das heisst, im Vergleich zu den Tieren können wir unseren Drang, unseren Trieb lenken. Also du bist nicht die Summe von deinen Trieben. Das heisst, du kannst lernen, Bedürfnisse aufzuschieben oder auch zu steuern. Jetzt, das ist nicht einfach, wirklich nicht, aber es ist wichtig. Weil auch in der Ehe kannst du nicht einfach auf Knopfdruck deine sexuelle Lust einfach x-beliebig befriedigen. Und auch sonst in deinem Leben ist das Ganze eine wichtige Fähigkeit, also auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und gerade weil der sexuelle Drang so stark ist, zeigt sich wahrscheinlich in dem Fall sehr schnell, wie du mit ungestillten Bedürfnissen umgehst. Also welche Muster du lebst. Das gilt auch genauso auch für alle Verheirateten. Und vermutlich lebst du bei anderen Bedürfnissen auch das gleiche Muster. Das heisst, wenn du bei der Sexualität lernst, in einer guten Art mit ungestillten Bedürfnissen umzugehen, dann hilft dir das mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in anderen Bereichen von deinem Leben. Also alles, was du diesbezüglich vor der Ehe lernst, wird deine Ehe stärken. Ein weiterer Impuls, entscheide im Voraus, entscheide, wie weit du gehen willst. Und zwar nicht dann, wenn das Feuer schon lodert. Vielleicht hilft dir das Diagramm, das wir vorher gesehen haben, zu dem für dich irgendwie eine Grenze zu markieren. Du findest das übrigens auch auf dem Flyer, den wir draussen haben, im Foyer, da ist das Diagramm drin und ich verschicke es auch morgen in den Pastor-Impuls. Dela und ich, wir haben ziemlich am Anfang von unserer Beziehung haben wir für unsere Grenzen festgelegt. Und die Grenze hat zum Beispiel auch geheißen, dass wir nicht zweisame Ferien machen. Und ich beobachte, dass das immer häufiger vorkommt. Wir haben das nachher so gemacht, Elian und Simon Meyer, die sind mit uns in die Ferien gegangen. Also sie beide und wir beide. Ich finde das heute noch mega cool, ich weiß nicht, was ihr. Ich finde das heute noch mega cool, dass ihr das mit uns gemacht habt. Es hat eine ganz lustige Situation gegeben, also für uns lustig. Wir sind an die Rezeption gekommen, zwei junge Pärchen, und dann haben die beiden Männer ins Zimmer wollen und die beiden Frauen. Ich kann euch vorstellen, es hat ein bisschen Verwirrung gegeben, aber wir haben es dann geschafft. Sie haben dann das irgendwann akzeptiert und wir haben so miteinander Ferien gehabt und wir haben auch miteinander Zeiten gehabt, wo sie als Pärchen Zeit alleine verbracht haben und auch wir alleine. Aber wir sind nicht alleine in die Ferien gegangen. Das ist einfach eine Grenze, die wir uns gesetzt haben. Und vielleicht ist das ja auch ein Auftrag für verheiratete Pärchen, die noch kein Kind haben. Genau. Also einfach so als Nebenidee. Okay, letzter Impuls, behalte das Ziel vor Augen. Das Ziel von sexueller Enthaltsamkeit liegt nicht im Regeln einhalten, sondern in einer möglichst unbelasteten Ehe. Mach das Thema Sexualität nicht zum Zentrum von deinem Leben, und auch nicht zum Gradmesser für deine Beziehung zu Gott. Gott macht das auch nicht. Und auch wenn du Fehler machst, wenn du vielleicht schon schlechte Entscheidungen gefällt hast oder schon zumindest im Sumpf steckst, Gott kündigt dir deswegen die Liebe nicht. Also ich finde das schön, wenn das gehört dann auch von der Einleitung her. Gott kündigt dir deswegen seine Liebe nicht. Er ruft dich auf, umzukehren, ehrlich zu sein, alles beim Namen zu nennen und um Vergebung zu bitten und wieder neu anzufangen. Gott möchte gelingendes Leben für dich und Gott möchte eine gesunde Sexualität für dich. Behalte das Ziel vor Augen.
Damit kommen wir langsam zum Schluss von dieser Predigt. Eigentlich ist sie überhaupt nicht fertig und es gibt noch viel zu sagen zu diesem Thema. Und eben mein Ziel ist auch, dass das zum Nachdenken anregt. Die Band dürfte sonst schon mal vorkommen. Ich möchte zum Abschluss einfach noch 3 Angebote machen. Vielleicht hast du jetzt noch spezifische Fragen. Dann komm doch gerne auf mich zu oder auf jemand anderes, wo du das Vertrauen hast, um über das Thema zu reden. Vielleicht merkst du auch, dass betreffend Sexualität bei dir vielleicht schon ganz vieles auch schief gelaufen ist. Und du selber auch überfordert bist mit diesem Thema, dann ermutige ich dich, Hilfe zu suchen. Bei uns in der Gemeinde gibt es ausgebildete Seelsorgepersonen für das. Und ich möchte dich ermutigen, das Thema anzupacken. Vielleicht ist es dir peinlich, das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist es wert. Behalt das Ziel vor Augen. Es ist besser, du gehst jetzt an, als nachher später in der Ehe. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Erna und Beat Abri unsere Ansprechpersonen sind, wenn es um sexuelle Ausbeutung geht. Sie werden das Amt zwar in nächster Zukunft weitergeben, aber zurzeit sind sie noch die Ansprechpersonen. Wenn du jetzt da in diesem Bereich Fragen hast, etwas beobachtest, nicht recht weißt oder vielleicht ein Anliegen hast oder auch wenn du selber betroffen bist, dann sprich die beiden doch an. Sie stehen unter dem Seelsorgegeheimnis. Sie werden dir zuhören und dich ernst nehmen. Ich hoffe also, dass die Predigt hilft, Fragen zu klären. Und ich hoffe, dass es auch hilft, weiterzudenken, das Gespräch anzureden und gute Entscheidungen zu fällen. Ich hoffe, dass die Predigt dazu beiträgt, dass du in deinem Leben eine gesunde Sexualität entwickeln darfst. Und ich möchte gerne für das gerade noch beten. Vater im Himmel, es ist so ein Vorrecht, was du uns geschenkt hast. Ja, es ist ein Geschenk, das du uns schenkst für Beziehung und du siehst, wie viel Mühe wir haben, mit diesem Geschenk gut umzugehen. Und du siehst auch unsere ganze Überforderung in diesem Thema und wir wollen bitten, dass du uns in dem Sinne gute Wege führst, dass du gelingende Beziehungen schenkst, dass du einen gelingenden Umgang mit Lust und Befriedigung schenkst. Wir wollen bitten, dass wir da gesunde Wege gehen dürfen, dass wir auch ein Licht sein in diesem Bereich, auch für Menschen rundherum. Wir bitten, dass du Sexualität erfüllst mit Freude und mit Kraft. Dass du mit dem Geschenk Ehen stärkst und vorantreibst. Dass du Heilung schenkst, wo Sachen nicht gut sind, wo Sachen falsch laufen, wo Zerstörung und Schmerz da ist. Dass du Heil schenkst und Neuanfang. Wir bitten, dass du einfach in dem den Weg mit uns gehst. Amen. Wir dürfen miteinander einsteigen ins letzte Lied.